Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Wert von wirtschaftlich unabhängigem Journalismus für eine Demokratie hervorgehoben. Und zwar anlässlich der feierlichen Eröffnung des neuen Redaktions- und Büroneubaus von Axel Springer in Berlin. Sowohl Print, digital als auch wir von Welt, Fernsehen werden dort arbeiten und dann auch senden. Markus Tüxen, der hat sich das Ganze schon mal angeschaut. Getönte Glasflächen mit 3D-Elementen bilden die 45 Meter hohe Fassade des futuristischen Neubaus im ehemaligen Ostteil Berlins. Drinnen Licht, Luft und Zukunft, unter anderem mit dem ultramodernen TV-Studio des Nachrichtensenders Welt, im Welt-Newsroom für Print und Digital und dem digitalen Verlagsbereich bei Axel Springer. Die transparente Architektur steht auch für digitale Arbeitskonzepte, wo Menschen sich mobiler austauschen können. Und diese Offenheit, die natürlich wunderbar jetzt auch in aktuelle Corona-Gebote passt, das ist schon auch erstens praktisch und schön und angenehm für die Mitarbeiter, aber zweitens auch ein Symbol. Auch Bundespräsident Steinmeier zeigt sich von dieser spektakulären Architektur sichtlich beeindruckt. Darüber hinaus appelliert er zur Eröffnungsfeier an alle Medien. Die Demokratie brauche professionellen Journalismus in Corona-Zeiten mehr denn je. In einer Pandemie wirken falsche Informationen wie ein Superspreader. Und spätestens, wenn der gläubige Maskenverweigerer oder Impfgegner sich infiziert hat, schlägt die Realität zurück. Neue, positive Realität für rund 3.500 Beschäftigte ist im 52.000 Quadratmeter Bau auch der Blick von der Dachterrasse über die Stadt. Und zum bestehenden Axel Springer Gebäude gegenüber im ehemaligen Westen Berlins. Der niederländische Star-Architekt Rem Koolhaas hat den Neubau entworfen und erlebt eine Premiere. Because of Corona, I haven't been here in the last... Wegen Corona war ich insgesamt 9 Monate nicht hier. Jetzt kommt mir das Gebäude wie ein Wunder vor, weil es komplett fertig ist. So etwas habe ich vorher noch nie erlebt. Drinnen füllen es nun die Menschen mit Leben und in der Stadtlandschaft wird es als Symbol für das neue Berlin die Blicke auf sich ziehen.